Strukturierte Meetings zu Innovation können Gift für die Wahrnehmungsfähigkeit von Unternehmen sein. Besonders dann, wenn es um Veränderungen im externen Umfeld geht. Ganz besonders dann, wenn sie sozialen, spontanen und ungeplanten Austausch ersetzen sollen. Und vor allem dann, wenn das Unternehmen nicht mehr auf sein Bauchgefühl hört. Wie es dazu kommen kann und wie ein vernachlässigtes Unternehmensbauchgefühl zum Breaking Point für Innovation werden kann, erfahrt ihr in dieser Microseries Breaking Innovation. Mein Name ist Thorsten Reiter und ich freue mich, dass ihr euren Weg zum 6. Video dieser Serie gebahnt habt. Wenn ihr sicherstellen wollt, dass ihr keine Videos mehr verpasst, könnt ihr hier auf Folgen klicken und bei meinem YouTube-Channel vorbeischauen, wo ich alle vorherigen Videos für euch abgelegt habe. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, warum ein sozialer Austausch innerhalb des eigenen Unternehmens und innerhalb des Innovationsökosystems so elementar für die Wahrnehmungsfähigkeit von Unternehmen ist. Und vor allem möchte ich darauf eingehen, wie das Einführen formaler Strukturen zum Breaking Point für Innovation werden kann. Echte Innovationen hervorzubringen benötigt eine enorme kreative Kraft. Es werden von den Personen, die damit beauftragt sind, Innovationen in einem Unternehmen zu erhalten und aufzubauen, komplett unterschiedliche Fähigkeiten verlangt, als es zum Beispiel in anderen, traditionelleren Abteilungen der Fall ist. Innovationen im eigenen Unternehmen Gehör zu verschaffen, fällt immer häufiger speziellen Innovation Managern zu. Diese Innovation Manager kann man auch Visionaries oder auf Neudeutsch Innovation Evangelists nennen. Sie haben die Aufgabe, die subtilen Veränderungen in der Gesellschaft wahrzunehmen und sie zu Taten innerhalb des eigenen Unternehmens werden zu lassen. So wie in unserem letzten Video Steve Jobs, der sich nicht davon hat beeinflussen lassen, was Kunden heute wollen, sondern der so sehr von seiner innovativen Schaffenskraft überzeugt war, dass er die Innovation hervorbringen wollte, die in 10 Jahren oder in 5 Jahren nicht mehr wegzudenken sind. Im Tagesgeschäft bedeutet das, dass auch das Top-Management unstrukturiert durch das eigene Unternehmen streuen muss. Es muss sich auch mal ins externe Innovation-Ökosystem begeben und einfach ein Gefühl für den Markt, für die Kunden, für die Partner bekommen. Nur so kann es sich diesen subtilen Signalen aussetzen. Das Geplant-Ungeplante ist Teil der Wahrnehmungsfähigkeit von Unternehmen. Nun kann es aber dazu kommen, dass sich das Unternehmen in einer Reorganisation befindet. Entweder es wurde verkauft oder es hat große neue Teile dazugekauft. Ein solches Event kann die Zwänge hervorrufen, Strukturen und Prozesse zu formalisieren. Das Management möchte sicherstellen, dass entsprechende, richtungsweisende Vorschläge rechtzeitig auf dem Tisch liegen. Ein solcher Performance-Druck auf Innovation ist mehr als schädlich. Er kann nämlich dazu führen, dass irgendwelche Vorschläge auf dem Tisch landen. Hauptsache, man erfüllt die Quote. Dies kann zur Auswertung vollkommen irrelevanter Informationen führen, die wahrscheinlich gar nicht aus dem Innovationsökosystem stammen. Ein Beispiel dafür ist ein Unternehmen, das in der Vergangenheit seine Wahrnehmungsfähigkeit so umgesetzt hat, dass es spontane und unstrukturierte Meetings an akuten Informationen ausgerichtet hat. Nun aber mit dem neuen Performance-Druck auf Innovation schwenkt das Unternehmen um. Es führt geplante Fokusgruppen ein, die brainstormen sollen und die vielleicht sogar nach einer Input-Output-Ratio irgendwann evaluiert werden. Wenn solche Meetings dann zu häufig und zu lange ohne messbaren Business Impact stattfinden, kann es sogar dazu kommen, dass Unternehmen diese ganz absagen. Die Chance aber, dass frühe Warnsignale neben diesen Meetings auftauchen und vielleicht bei Managern, die überhaupt nicht mit am Tisch sitzen, ist viel höher. Wenn aber solche Meetings zum einzig akzeptablen Weg werden, wie frühe Warnsignale an einen zentralen Entscheidungstisch gelangen können, werden sie entweder komplett ignoriert oder müssen hinten anstehen. So vergeht wertvolle Zeit. Aber dieser Performance-Druck hört bei der Formalisierung der Informationsbeschaffung nicht auf. Früher oder später werden dann auch Evaluationsformen eingeführt, die über die subtile Wahrnehmung der Evangelists hinausgehen. Ebenfalls ein Schritt in die falsche Richtung, aber hierzu in einem späteren Video mehr. Denn oft starten die bewegendsten Innovationen mit einer einfachen Intuition, einer Ahnung oder eben einem Bauchgefühl. Aber mich hier bitte nicht falsch verstehen. Im Laufe des Innovationsprozesses, der eben über die reine Wahrnehmungsfähigkeit hinausgeht, nämlich auch noch das Ergreifen und die Transformation mit einbezieht, wird diese Intuition dann in institutionalisierte und strukturierte Prozesse gelenkt. Aber eben nicht zum Zeitpunkt der Wahrnehmung. In diesem Stadium bleibt die Intuition der Innovation Stakeholder, des Innovationsökosystems und der Innovation Evangelist eine gewichtige Größe. Und das Vertrauen der Entscheidungsträger in diese talentierten Innovatisten ist ein überlebenswichtiger Faktor, wenn es um die Wahrnehmungsfähigkeit zur Innovation geht. Wenn dieser soziale und spontane Aspekt durch ein falsches Sicherheitsbedürfnis formalisiert wird, wird das zu einem echten Breaking Point.
Wie seht ihr das? Hast du deine Kreativität schon mal ausgebremst gesehen? Auf welche Aktivitäten vertraut ihr, um großartige Ideen hervorzubringen? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt auf meinen Folgen-Button und schaut auf meinem YouTube-Channel vorbei. Dort habe ich alle Videos für euch nochmal hinterlegt. Und im nächsten Video geht es um einen weiteren elementaren Breaking Point: die Quadratur der Glaskugel.